meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen leckeren und super einfachen Kirschpudding-Kleckskuchen. Und ich habe mir dafür schon mal einen Vanillepudding gekocht. Ich habe einfach ein Päckchen genommen. Ihr könnt aber den Vanillepudding auch gerne Thermi machen, gar kein Problem. Und jetzt fangen wir mal an damit. Als erstes müssen wir den Backofen vorheizen. Meiner läuft schon, und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, jetzt kommen 3 Eier in den Mixtopf. Gramm Zucker, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Butter in kleine Stücke geschnitten. So, Deckel drauf. Das lassen wir jetzt 1 Minute auf Stufe 5 verrühren. So, als nächstes kommt 1 Becher Schmand dazu, 200 Gramm Mehl, 1 Päckchen Backpulver. So, jetzt verrühre ich gerade das Backpulver ein bisschen mit dem Mehl. Und das war's schon. Das lassen wir jetzt nochmal 30 Sekunden auf Stufe 5 verrühren und geben den fertigen Teig in eine gefettete und mit Paniermehl ausgestreute Springform. Verteilen 250 Gramm Kirschen, entsteinte Kirschen, auf dem Teig. Ihr könnt natürlich auch gerne Erdbeeren, Pfirsiche oder was ihr mögt in Stücken auf den Teig verteilen. Und verteilen anschließend den Pudding einfach als Kleckse über den Kuchen. Zum Schluss kommt unser Kuchen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten in den Backofen. Und das war's schon. Ja, so meine Lieben, der Kuchen ist fertig. Und zuallererst muss ich euch sagen, bei mir haben die 30 bis 35 Minuten nicht gereicht. Also ich weiß nicht, ob es an meinem Backofen jetzt so langsam liegt, ob der jetzt zu alt ist oder ob es wirklich an den Kirschen gelegen hat, dass die zu saftig waren. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall war mein Kuchen jetzt insgesamt 55 Minuten drin. Also da müsst ihr wirklich mal aufpassen, wie das eben bei euch aussieht, je nachdem, was ihr für ein Obst genommen habt und ja, wie alt euer Backofen eben ist. Ich zeige euch mal kurz mein Stückchen hier. Also sieht wirklich super lecker aus. Und er ist jetzt noch lauwarm. Ich werde ihn probieren. Fluffig. Lecker. Diese Kombination aus Kirschen und Vanillepudding ist super. Also wirklich super lecker. Und dieses lauwarme. Ach ja, was mir noch einfällt, was ich euch sowieso mal fragen wollte. Wer von euch, von meinen Abonnenten auch, die einfach so mal bei mir reingucken, mich aber nicht abonniert haben, wer benutzt eigentlich noch den TM31, also den alten, den ich auch habe? Und wer benutzt schon den TM5? Das würde mich mal wirklich interessieren, dass ihr mir da mal vielleicht so ein kleines Feedback hinterlasst. Ja, das war es schon wieder von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss, meine Lieben. Tschüss.